ganz herzlich willkommen hier zu diesem Video heute. Ich mache jetzt seit über 3 Jahren mittlerweile YouTube. Wir haben, glaube ich, 600, 700 Videos mittlerweile hier released. Mittlerweile über 25.000 Menschen, die mir auf meinem Weg gefolgt sind, die von uns mittlerweile ja, aber vor allem natürlich auch von mir lernen und uns begleiten. Und wir dachten einfach mal, hey, es wird mal Zeit, so ein Video zu machen, wo man ein bisschen über diesen Werdegang spricht, über das Persönlichere, was eigentlich so bei mir im Leben vielleicht auch in der Zeit passiert ist, aber auch was schon davor passiert ist, damit überhaupt das mit dem Erfolg möglich war. Weil das, was wir jetzt hier machen und das, was mich antreibt, diese Videos zu produzieren und warum ich jetzt hier stehe, wir sind gerade hier mit ein paar Freunden, mit meiner Freundin, mit Jamie, einem Kunden von uns, der jetzt hier zum Beispiel die Videokamera gerade hält, in Bali gerade und könnten auch in einem Restaurant sitzen, aber das, was mich auch antreibt, ist hier den Leuten, wirklich dir als Zuschauer was zu geben, was du für dein Leben nutzen kannst, was dich voranbringt, was wirklich nicht nur mal nett zum Anschauen ist, sondern was wirklich eine Transformation auslöst. Und in meinem Leben gab es eben super viele Transformationen und deswegen drehen wir eben dieses Video jetzt hier, wo ich über mich ein bisschen was erzählen will, was dir vielleicht auch weiterhilft. Und in dem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Video, ganz viel Spaß beim Ansehen. Vielleicht einmal ganz kurz vorneweg zu meiner Story, wer ich überhaupt bin, wo ich herkomme. Also Name steht hier irgendwo unten drunter, YouTube-Channel Niklas Spielmeier. Ich bin jetzt 24 Jahre alt. Ich bin geboren und aufgewachsen im wunderschönen Oldenburg in Norddeutschland. Und im Grunde genommen so wie die meisten Zuschauer, denke ich auch. Ich komme ganz normal aus dem Mittelstand. Sprich, ich bin nicht in eine Unternehmerfamilie oder eine reiche Familie reingeboren worden. Was übrigens woran nichts Schlechtes ist. Aber ich komme normal aus dem Mittelstand. Ich bin zusammen mit meiner Mutter groß geworden. Alleinerziehend, ist im Krankenhaus gearbeitet, als Physiotherapeutin. Und habe so relativ früh, glaube ich, im Leben schon immer so einen sehr, sehr, sehr sozialen Aspekt mitbekommen. Das bedeutet immer so einen Aspekt, hey, es geht darum, Menschen zu helfen. Viele, die väterlicher oder großväterlicherseits in meiner Familie sind Pastoren. Das heißt, ich bin auch recht religiös groß geworden. Und viel hat so mit diesen christlichen Werten. Das heißt im Grunde genommen von Unternehmertum, Geld verdienen und sich selbst verwirklichen eigentlich fast gar nichts mitbekommen. Ich bin normal zur Schule gegangen, ich habe mein Abi gemacht und nach dem Abi kommt halt so, glaube ich, für die meisten Leute, auch für die jetzt, die vielleicht schon ein bisschen länger oder für die es schon ein bisschen länger her ist, kommt so diese Frage, hey, was mache ich jetzt eigentlich? Weil vorher ist ja mal alles vorgegeben und dann ist so diese große, weite Welt und 1 Million Möglichkeiten. Und ich habe damals das getan, was mir niemand geraten hat. Ich habe mich nicht selbstständig gemacht. Ich habe auch nicht angefangen zu studieren oder eine Ausbildung gemacht, sondern ich habe direkt angefangen zu arbeiten. Ich habe geguckt, wo kann ich Geld verdienen. Alle haben gesagt, schau, dass du irgendwas findest, was dich glücklich macht. Ja, ich habe das Gegenteil getan. Ich habe gearbeitet bei McDonald's, auf dem Markt. Ich habe bei Lidl mal gearbeitet. Ja. Ich habe zum Beispiel McDonald's, das ist eigentlich ein geiler Punkt. Ich habe dort nachts die Küche sauber gemacht. Ich habe bei der Post Pakete geschleppt und sortiert. Nicht ausgeliefert, sondern geschleppt und sortiert. Morgens um 3 bis 4 Uhr. Und habe sozusagen so diesen Arbeitsalltag, aber diesen, ich sag mal so, diese recht undankbaren Jobs kennengelernt, wo man für 8, 9 Euro die Stunde echt sehr, sehr, sehr viel tun muss. Was mich aber damals unglaublich gefördert hat, weil ich damals total viele Sachen gelernt habe, die viele Leute viel, viel, viel später lernen. Denn ich glaube, wenn man nicht so eine Arbeit und solche Jobs macht und erstmal studiert oder erstmal bei einer Ausbildung, glaube ich, lernst du es trotzdem, weil du hast ja einen praktischen Anteil. Aber die meisten Studenten lernen gar nicht heutzutage, was überhaupt Arbeiten bedeutet. So, sondern sind eigentlich erstmal in einer noch chilligeren Situation als Schule. Zumindest die meisten Leute, die ich gekannt habe, die studiert haben. Und ich bin halt direkt in die Praxis, ich wollte Geld verdienen, weil ich wusste, ich will was aufbauen. Und egal, was man aufbauen will, das war das Einzige, was ich wusste. Egal, was man aufbauen will, man wird Geld dafür brauchen. So, und dann habe ich mir halt diese Jobs gesucht und bin dann durch Glück bei Mercedes gelandet, im Daimler-Werk in Bremen. Das ist das größte Produktionswerk in Deutschland, sind, glaube ich, 10.000 Mitarbeiter. Und habe dort in der Produktion gearbeitet und habe im Bereich E- und C-Coupés, also sozusagen im Luxussegment, Autos gebaut. Zumindest Teile eben davon gebaut. Und das war so der Job, wo ich die längste Zeit war. Und wo ich aber auch schon nebenbei immer dann angefangen habe, was zu tun. Und bei mir, und das ist auch vielleicht jetzt erstmal der Abschluss für diesen Abschnitt in dem Video, dass was mich erst auf diesen Weg gebracht hat, war nicht die Schule, das war nicht irgendwie ein Zufall oder sonst irgendwas, sondern
ich habe eigentlich einfach wirklich gewollt, ich wollte schon in der Schule sozusagen mehr Geld verdienen und habe damals angefangen, Bücher zu lesen. Sowas wie Rich Dad, Poor Dad, ja, sowas wie Napoleon Hill, Think and Grow Rich, 4-Stunden-Woche. Ich habe damals zum Beispiel, das erste Buch, was ich gelesen habe, damals von Donald Trump, wie man sozusagen Gewinner wird, noch lange bevor er Präsident war. Was mich dazu gebracht hat, sozusagen umzudenken und erstmal zu sehen, hey, es gibt mehr als dieses Normale, es gibt mehr als dieses 9-to-5, es gibt mehr als einfach nur Arbeiten, sondern es gibt auch dieses Erschaffen. Das ist eine Sache, die mich, glaube ich, relativ von vielen unterscheidet. Das heißt, bei mir war klar, Geld war für mich wichtig als Werkzeug, das habe ich relativ schnell verstanden. Aber für mich ging es nicht darum, wenig zu arbeiten, es ging nicht darum, nicht zu arbeiten. Für mich ging es nur um das Erschaffen, das Vorankommen und das Produzieren, also sozusagen etwas aufzubauen. Um eben später, das waren so die Ziele, die sich dann so langsam in das Leben reingearbeitet haben, eben nicht dann arbeiten müssen, wann jemand anderes es dir sagt, nicht da arbeiten müssen, wo jemand anderes dir sagt, ich bin gerade auf Bali und kann von hier aus arbeiten, ich kann selbst das bestimmen. Auch übrigens wichtig, viele Leute auf YouTube erzählen immer viel darüber, aber haben gar nicht selbst die Möglichkeit dazu. Ich wollte sehr, 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 sehr früh schon viel Geld haben, weil bei mir gab es nie viel Geld. Es war immer, man musste den Cent immer umdrehen, man musste immer schauen, okay, kann man sich den Urlaub leisten, kann man hier mal essen gehen. Und wenn man essen gegangen ist, immer geschaut, das geringste, das günstigste Gericht auf der Karte zu nehmen. Und das ist das Mindset, mit dem die meisten Leute aufwachsen in diesem Land. Und dieses Mindset steht extrem gegenüber dem, was man braucht für Erfolg. Was man aber so meistens nicht lernt, in den meisten Familien zumindest. Und in der Schule in den meisten Fällen eben auch nicht. Also, das war sozusagen so mein Anfang. Und mit diesen Büchern habe ich dann begonnen, mich zu beschäftigen mit Mindset, ja, mit dem Thema Unternehmen aufbauen, Selbstständigkeit und habe so diesen ersten Einblick sozusagen in diese Welt bekommen. Ich habe also für mich im Grunde genommen entschieden, ich will mich selbstständig machen, in irgendeiner Art und Weise. Ich wusste noch nicht konkret, was ich jetzt genau machen will. Ich hatte ja auch so gesehen keine Vorerfahrung, aber ich wusste, hey, ich will das machen. So, und ich habe dann in den nächsten 1-2 Jahren mehrere Sachen ausprobiert. Wie gesagt, alles nebenberuflich. Von Webseiten gebaut. Ich habe sozusagen so Webseiten, Baukästen, da habe ich so Webseiten gebaut, habe darüber so Affiliate-Marketing gemacht. Also habe so Produkte von anderen Leuten sozusagen auf dieser Website so beschrieben, habe so Erklärungen dafür gemacht und habe dann gehofft, dass Leute auf die Website kommen, das kaufen und ich eine kleine Provision dafür bekomme. Dann habe ich tatsächlich auch mal ganz kurz dachte ich, ey, das ist cool, irgendwie so Versicherungen oder sowas zu verkaufen. Bin ich dann aber schnell wieder auf die Idee gekommen, hey, das ist irgendwie doch nicht so cool und es kauft auch irgendwie niemand Versicherungen von einem 18-Jährigen. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein Markt, da braucht man Erfahrungen oder sollte man eine gewisse Grunderfahrung mitbringen, wenn man Leuten sowas verkauft, weil es doch sehr, sehr wichtig ist. Und dann habe ich angefangen, mit Aktien was zu machen. Dann dachte ich, hey, der Weg zum Geld sind Aktien. Ich kann sozusagen das, was ich in meinem Job verdiene, in Aktien investieren, vielleicht später auch in Immobilien oder heute vielleicht auch Kryptos oder NFTs oder whatever. Und all diese Punkte haben nicht funktioniert. Und ich habe in dieser Zeit zwischen dem Ausprobieren von mehreren Sachen, zwischen diesem kurzen Antesten und dann zwischen dem wirklich erfolgreich werden, habe ich 3 extrem entscheidende Learnings gezogen, die für mich und meine Entwicklung extrem relevant sind. Und ich glaube, die für jeden Einzelnen, gerade für die Leute, die noch nie vorher selbstständig waren, unfassbar wichtig sind. Und zwar der erste Punkt, den man irgendwie hinbekommen muss, ist zu verstehen, dass man als Selbstständiger eine ganz andere Rolle hat als ein Arbeitnehmer. Es geht nicht nur darum, dass man, klar, man arbeitet auch, ja, man tut auch was, aber der große Unterschied ist, niemand sagt dir, was du tun musst. Das heißt, du bist auf dich alleine gestellt, du hast die eigene Verantwortung. Niemand, der dir sagt, um die Uhrzeit fängst du an, um die Uhrzeit hörst du auf. Niemand, der dir sagt konkret, hey, wie das funktioniert. Du musst sozusagen selbst das organisieren. Das ist ja eigentlich die große Herausforderung der Selbstständigkeit, ist eben nicht, dass man arbeitet, weil arbeiten tust du so oder so. Ob du jetzt selbstständig bist, Unternehmer bist oder normal angestellt bist, ne? Du arbeitest so oder so. Aber du musst dich selbst organisieren. Und das war für mich am Anfang der Horror, weil ich bin von Arbeit nach Hause gekommen, ich bin oft einfach auf die Couch gefallen, ich war oft beim Sport dann oder habe mich halt mit Freunden getroffen und dann
war immer so ab und zu mal so ein ganz bisschen Arbeit drin. Dann habe ich auch ab und zu mal so ein Wochenende vielleicht mal durchgemacht und dort ein bisschen mehr geschafft. Aber es gab keine Struktur, es gab keinen wirklich, ja, keinen Workflow, in den ich reingekommen bin. Und deswegen bin ich auch erstmal immer super, super langsam vorangekommen. Das war das Erste. Ich musste mich selbst organisieren und ich musste mir selbst feste Zeiten aufschreiben. Und ich habe irgendwann den Schritt gemacht, dass ich einfach gesagt habe, hey, Niklas, wofür tust du das eigentlich? Du willst, das ist kein Hobby, Selbstständigkeit, sondern das soll dein ganzes Leben verändern, das soll dein Leben bestimmen, das soll mir die Freiheit geben, die Möglichkeiten geben, die meine Ziele helfen zu erreichen. Du musst mehr Commitment dafür geben. So, und da war das zweite große Sache, die ich gemacht habe. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und ich habe mich diszipliniert und habe direkt angefangen, was zu tun, bis abends. Das heißt, ich habe auch andere Sachen aus meinem Leben weniger gemacht, weniger mit Freunden getroffen, ich war weniger beim Sport. Ich war allerdings vorher auch sehr viel beim Sport, ich habe sehr viel Sport gemacht damals. Und ich habe auch weniger sonst irgendwie auf der Couch gechillt und irgendwie Netflix geschaut oder sowas. Weil das alles Dinge waren, wo ich gesehen habe, hey, darauf kann ich gut für eine Zeit verzichten, damit ich mir was aufbauen kann, um später das mehr zu machen wieder. Und da ist ein großes Learning, was man haben muss. Du musst dich, wenn du selbstständig, wenn du dein Leben verändern willst, dann musst du wissen, wenn du dein Leben verändern willst, dann veränderst du dein Leben. Das bedeutet, du musst dich von deinem Umfeld auch so eine gewisse Art und Weise distanzieren, weil vielleicht deine Eltern, vielleicht deine Geschwister, vielleicht deine Brüder, vielleicht deine Freunde, vielleicht deine Kollegen, vielleicht deine whatever, Leute, die bei dir aus dem Sportverein, ganz egal, die werden gegen dich sein, höchstwahrscheinlich, wenn du dich verändern möchtest. In den meisten Fällen werden die Leute sich gegen dich stellen. Das heißt, sie werden sagen, hey, pass auf, warum machst du das denn überhaupt? Du brauchst das doch gar nicht. Bleib doch bei uns. Hey, komm, hör doch mal auf zu arbeiten. Lass uns jetzt chillen. Komm, du hast heute schon so viel gemacht. Lass mal ein Bier trinken gehen und so weiter und so fort. Du hast es verdient. Feierabend und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, die halten dich extrem zurück. Und da musst du persönlich wachsen. Du musst eine persönliche Stärke entwickeln, dass du sagen kannst, hey, pass auf. Nein, ich ziehe jetzt mein Ding durch. Ja? Das ist auch ein cooler Spruch, den es dafür gibt. Die wenigsten Menschen sind bereit, einen kurzen Teil ihres Lebens so zu verbringen, wie andere es niemals tun würden, können aber dafür den Rest ihres Lebens so leben, wie andere niemals leben können. Das heißt, wenn man mal in der Lage ist, das ist gar nicht so ein ultralanger Zeitraum, aber 1-2 Jahre wirklich mal durchzuziehen, wirklich mal reinzuhauen, aufzuhören von diesem ganzen Rumgelaber, was man vorher immer macht, so war es zumindest bei mir, und wirklich mal in die Umsetzung kommt, dann 1-2 Jahre später wird man so weit gekommen sein, dass deine Freunde es entweder akzeptieren, wenn sie es nicht akzeptieren, sind sowieso keine Menschen, mit denen du viel Zeit verbringen solltest, weil wenn die Menschen in deinem Umfeld nicht wollen, dass du wächst, dann sind es die falschen Menschen, zumindest wenn du wachsen möchtest. Und du wirst auch neue Leute kennenlernen, neue Freundschaften, neue Liebe, whatever. Ja. Und das ist ganz wichtig. So, das ist das zweite Learning. Und das dritte Learning, was ich hatte, war das Thema Commitment. Also wie sehr wirklich committet man sich für dieses neue Projekt. Und ich habe am Anfang geschaut, als ich nach Möglichkeiten gesucht habe, wie ich mich selbstständig machen kann. Ich habe immer am Anfang geschaut nach Möglichkeiten, wie kann ich möglichst wenig Geld investieren, möglichst wenig Zeitaufwand. Das heißt, ich habe nach Businessmodellen Ausschau gehalten, wo ich auch möglichst wenig lernen musste. Das heißt, wenig Wissen, wenig Geldaufwand, wenig Zeitaufwand. Das sind natürlich die Sachen, die irgendwie alle machen wollen. Und es hat mich sehr lange Zeit gebraucht, denn all diese Projekte, Webseiten bauen, Aktien und so weiter und so fort, das ist alles nicht zum Erfolg gekommen. Zumindest nicht zu einem großen Erfolg. Da habe ich vielleicht mal ein paar hundert Euro mit verdient, aber that's it. So, ne, das war es auch. Und da war auch kein großer Mehrgewinn in Aussicht. Und das Problem ist, das, was ich nicht verstanden habe, ist, dass ich eigentlich genau nach dem Gegenteil suchen sollte. Ich sollte nach Dingen suchen, wo ich viel Geld für brauche, wo ich viel Zeit investieren muss und wo ich auch zumindest relativ viel wissen muss. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich anfangen sollte, Raketen zu konstruieren, um damit zum Mars zu fliegen oder irgendwelche Flugzeuge bauen oder sowas. Aber das bedeutet, dass man nicht das schnellste und einfachste und easyste Businessmodell nutzen sollte, einfach aus dem Grund, weil man damit vermutlich kein Geld verdienen kann. Denn da, wo es am einfachsten ist und am schnellsten ist, da sind meistens die meisten Leute. Ja? Und da, wo es ein bisschen komplizierter wird, wo man wirklich was lernen muss, da wird es dann deutlich freier schon, es gibt deutlich mehr Chancen. Aber, und das ist auch das Wichtige, was ich nämlich am Anfang gar nicht im Kopf hatte,
man will ja auch was tun. Ja? Eins unserer größten Grundbedürfnisse als Menschen ist, etwas zu geben, also etwas an die Gesellschaft zu geben, etwas zu teilen, wichtig zu sein, relevant zu sein. Ja, dass es Menschen auf der Welt gibt, die sagen, hey, das ist relevant, was die Person tut. Ja? Wenn du den ganzen Tag, sagen wir mal zum Beispiel, würdest bezahlt werden fürs Netflix schauen, glaubst du, jetzt mal eine ernste Frage, glaubst du, das würde dich glücklich machen, langfristig? Das würde dich nicht glücklich machen. Ja? Und deswegen ist es auch wichtig, dass man was findet, wo man wirklich was lernen kann doch, wo man was tun kann. Sonst kann man doch auch bei McDonald's, so wie ich früher, die Tabletts irgendwie sauber machen oder da den Küchenboden schrubben. So, das ist doch keine Aufgabe, die man fürs Leben haben will. Ja? Das heißt, man muss an sich selbst glauben, man muss auch mal schauen, hey, wo sind Herausforderungen, wo kann ich wachsen dran? Weil wenn du wachsen willst, brauchst du Herausforderungen. Und Herausforderungen sind nicht da, wo wenig Zeit, wenig Geld etc. investiert werden muss. Und der andere positive Aspekt von Commitment ist, wenn du mal diese Sachen investierst, vor allem Geld, dann wirst du auch merken, wie du dich selbst automatisch, ohne mehr Disziplin zu haben, einfach mehr mobilisierst, wie du automatisch mehr tust, weil du eben ein Commitment gegeben hast. Weil du weißt, ey, scheiße, ich bin hier nicht, ich kann jetzt zwar einfach aufhören, aber dann habe ich Geld verloren. Ja? Und wenn du das Geld mal reingesteckt hast, dann wirst du automatisch mehr tun, wirst committeder sein, du wirst auch mehr Spaß an der Sache haben und du wirst mehr dafür arbeiten und mehr dafür kämpfen, wirklich erfolgreich zu werden. Und das waren so drei extrem relevante Learnings, die ich so hatte auf diesem Weg. Und vielleicht noch eine Sache, weil das ein Grundthema ist, das mir immer sehr wichtig ist, gerade für die Zuschauer. Viele Leute sind auf einem unglaublichen Holzweg. Ich würde sogar sagen, deutlich mehr als 50%. Genauso wie ich sind super viele Leute gerade so in diesem, ich mache es mit Aktien oder ich kaufe irgendwie mal Immobilien oder ich investiere in Kryptos und werde damit reich. Schau, Investments und Investment ist eine Sache, die kommt erst, wenn man viel Geld hat. Auch wenn dir der Versicherungsmakler immer sagt, du kannst schon mit 50 Euro im Monat einen Sparplan machen und wenn du das 45 Jahre lang durchziehst, dann hast du mit 70 eine Million, ja, wenn du 8% im Jahr machst. Das kann gut sein, ja, das kann gut sein und vielleicht bist du sogar ein bisschen besser und bist bei 10% oder 11% im Jahr und hast dann am Ende sogar 2 oder 3 Millionen. Aber glaub mir, das ist ja nicht das, was du möchtest. Du willst ja nicht, wenn du 70 bist, das Geld haben. Du kannst vorher auch nichts rausnehmen, weil wenn du das tust, dann ist die Insgesamtsumme am Ende des Tages wieder deutlich geringer. Plus 1 Million Euro in 30 bis 40 Jahren, man weiß gar nicht, wie viel das noch ist. Ja? Weiß man gar nicht. Also ist das überhaupt noch viel? Ist das... kann ich davon überhaupt noch dann meine Rente verbringen? Ja? Oder ist das eine Sache, die nach 2-3 Jahren ausgegeben ist? Und ist es nicht wieder das gleiche Problem? Ich habe dann irgendwann mal Geld, aber auch wieder, auch wenn es mehr ist vielleicht als jetzt, aber auch eine begrenzte Summe, wo ich wieder aufpassen muss, wie viel gebe ich aus. Und das ist ja eigentlich das, wo man raus will. Man will raus aus diesem Sorgen machen um Geld. Man will rein in dieses, hey, ich kann mir das kaufen, wann kaufen, wo kaufen, wie auch immer ich will, was man wirklich möchte. Ohne sich eben Sorgen zu machen. Und da führen Aktien etc. nicht zu. Und die einzige Möglichkeit, mit seinem Geld wirklich Renditen zu erzielen von mehreren 100%, das ist ja das, was du jetzt brauchst. Du brauchst ja nicht 20% oder 30%. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast gerade vielleicht 20.000 Euro, dann bringen dir 20% nichts. Das sind 4.000 Euro. Ja? Die machen dich nicht reich, die machen dich nicht arm. Die verändern dein Leben vielleicht minimal, dass du vielleicht statt... nach Mallorca vielleicht einmal nach whatever, auf die Malediven fährst im Jahr. So, das ist die Veränderung. Aber das schaffst du wahrscheinlich auch nicht jedes Jahr. Das heißt, du brauchst kein 20%, was du brauchst sind 200%, 300%. Und das bekommst du nur in der Selbstständigkeit. Weil in der Selbstständigkeit ist es normal, ja? Sein Geld zu verfünffachen, sein Geld zu verzehnfachen. Das hört sich mal absurd an, aber es ist normal. Ich sag mal ganz banal gesagt, in ein Restaurant, wenn du da reingehst, ja, und du bezahlst zum Beispiel einen Big Mac bei McDonald's, dann hat McDonald's vielleicht für diesen Big Mac 1 Euro gegeben. Ja, 1 Euro kostet dir das, inklusive des Personals, der Zubereitung, alles drum und dran. Du bezahlst 3 Euro, 1 Euro geht noch ab für irgendwelche sonstigen Kosten, Steuern etc. Und 1 Euro haben die Gewinn erzielt. Das heißt, letztendlich haben die 1 Euro gegeben und sie haben 1 Euro Gewinn erzielt. Das heißt, sie haben ihr Geld in dem Moment verdoppelt. Das ist aber vollkommen normal. Ja, in der Selbstständigkeit, aber nicht in irgendeinem anderen Bereich. Deswegen habe ich damals auch mal die Leute belächelt, die mir gesagt haben, dass sie mit Bitcoin irgendwann mal 100% gemacht haben. Ich habe in der gleichen Zeit mit Produkten 500, 600, 700% gemacht. Ja. Das ist eben das Problem. Alle Leute wollen jetzt gerade mit Kryptos reich werden, weil es eben was ist? Wenig Zeitinvestment. Man kann theoretisch auch mit wenig Geld
arbeiten und man braucht verhältnismäßig wenig Know-how. Denn das, selbst wenn du das alles verstehst, das reine Investieren braucht kein Know-how. Und du kannst es nicht mit deinem eigenen Know-how beeinflussen, das Resultat deines Investments. Und das ist ein großes Problem. Also, das waren große Learnings von mir auf dem Weg, so von diesem, hey, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Selbstständigkeit, ich will es einfach nur machen, bis hin zu diesem Punkt, hey, ich arbeite wirklich an was und bin auf dem Weg, richtig erfolgreich zu werden. Es ist dann auf jeden Fall so weitergegangen, dass ich tatsächlich mit Amazon FBA gestartet bin. Es gab auch da noch einige Rückschläge, muss ich auch dazu sagen, aber der große Unterschied war, dass mein erstes Produkt, was ich dann damals auf den Markt gebracht habe, da habe ich damals wirklich über 9 Monate für gebraucht, das war so ein Kaltraucherzeuger, ich kannte das Produkt vorher nicht mal, hat halt wirklich im ersten Monat direkt über 10.000 Euro Umsatz gemacht und das war damals für mich unfassbar. Also das war wirklich jeden Tag irgendwie ein paar hundert Euro und ich musste im Grunde genommen in dem Moment ja gar nichts mehr direkt dafür tun. Das war für mich schon sehr, sehr geil und ich erinnere mich daran noch, ich habe da meine Familie besucht gehabt und habe so die ganze Zeit unter dem Tisch die ganze Zeit so meine Verkäufe aktualisiert und habe dann so alle 2-3 Stunden eben einen Verkauf. Damals habe ich so 40, 50 Euro immer gemacht gehabt und dachte mir, ey, geil. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Auf jeden Fall gab es auch danach noch ein paar Rückschläge. Ich habe auch noch Fehler gemacht, weil, wie gesagt, FBA, Business aufbauen, das ist nicht einfach. Das ist nicht dieses, yo, da gibt es keine Fehler und du musst nur dies und das tun und dann klappt das. Es ist möglich, es ist für jeden möglich, es ist für dich möglich, es ist für mich möglich. Aber man muss schon was tun und muss auch was lernen. Und ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt, auch durch Fehler. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, dann in 1,5 Jahren danach, also von diesem ersten Verkauf, ein Produkt sozusagen, 1,5 Jahre lang danach, das erste Mal wirklich 6-stellige Umsätze pro Monat. Uiuiui, jetzt ist hier Terror im Paradies. Wir gehen mal ein Stück noch weiter nach oben. Habe ich das erste Mal 6-stellige Umsätze gemacht, also 100.000 Euro in einem Monat. Das war dann für mich auch nochmal so ein extremer Breaker und dann tatsächlich so mehr oder weniger damit auch meinen Job damals gekündigt und hatte wirklich so dieses Ziel oder dieses erste Ziel echt erreicht. Also ich war finanziell komplett unabhängig. Ich hatte auch viel mehr Geld als jemals zuvor. Viel mehr Geld als in meinem Hauptjob, also viel mehr Geld. Das 3- oder 4-fache und ich habe bei Mercedes Vollzeit Nachtschicht gearbeitet. Das heißt, das war jetzt auch kein super beschissenes Gehalt, was ich da bekommen habe. Sondern würde ich sagen, in Deutschland wahrscheinlich sogar überdurchschnittlich. Wie auch immer. Das war so ein bisschen die Story. Und dann ist natürlich die Frage, die ich auch ganz oft bekomme. Hey Niklas, wieso hast du denn angefangen, Coaching zu machen, wenn es so gut bei dir läuft? Das ist eine Frage, die kann ich mal nicht ganz so... Also ich kann sie irgendwo nachvollziehen. Tatsächlich war es bei mir so, dass ich dann meinen Job gekündigt hatte und auf einmal extrem viel Zeit hatte. So, dann habe ich überlegt, okay, was kann ich mit dieser Zeit machen? Weil ich bin jemand, ich wollte unbedingt weiterarbeiten. Man kann natürlich auch sagen, hey komm, dann chill ich mehr, dann mache ich mehr Freizeit, dann was auch immer, reise ich. Aber ich wollte eigentlich erstmal irgendwie mehr noch machen. So, und dann habe ich halt überlegt, was kann ich machen? Und habe halt einfach angefangen, anderen Leuten zu helfen in ihrem Business. Also wirklich kein Coaching oder kein Geld dafür genommen oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach in so ein paar Netzwerken und Communities einfach Leuten geholfen. Fragen beantwortet, ab und zu mal mit Leuten so gecallt. Ja, ich war da auch noch nicht bekannt oder niemand dachte sich so, Niklas Spielmann ist voll der Experte, sondern ich habe einfach geguckt, hey, Leute, die was falsch gemacht haben oder Fragen gestellt haben, dass ich denen vielleicht irgendwie weiterhelfen kann, weil es ja bei mir schon besser lief als bei den meisten anderen. Und daraus hat sich dann nach einer kurzen Zeit auch ergeben, dass ich gesagt habe, hey, ich könnte mal ein paar YouTube-Videos drehen. So, dann habe ich angefangen, ein paar YouTube-Videos zu drehen und habe da zum Beispiel sowas erklärt wie den Import von Produkten oder auch mal ganz oberflächlich auch, wie man Hersteller findet oder wie man Produkte finden und suchen kann. So, aber das hat mir nicht so ausgereicht, weil ich dachte, hey, das sind zwar gute Informationen, aber man kann nicht in 10, 20 Minuten YouTube-Video kann man kein Business erklären. Man kann vielleicht ganz kleine Ausschnitte davon erklären, aber auch das Thema Produktsuche zum Beispiel kannst du nicht in 10 oder 15 Minuten lernen. Ja? Und dann dachte ich mir, ich schreibe ein Buch. So, dann habe ich damals angefangen, ein Buch geschrieben und habe das, glaube ich, für 10 Euro oder sowas verkauft mit 350 Seiten, wo wirklich alles, was ich zu dem Zeitpunkt wusste, recht genau drin erklärt war. Und dann bin ich halt weitergegangen. Also es ist 2019 gewesen. So, und dann habe ich das Buch rausgebracht. Dann haben natürlich viele Leute sich das auch über YouTube dann geholt gehabt. Und
dann im Grunde genommen haben mich immer mehr Leute Fragen gestellt über Instagram, über Mail und so weiter und so fort. Dann dachte ich mir, hey, irgendwie, du kannst es nicht den ganzen Tag lang machen, weil dann verlierst du immer den Fokus so auf dein eigentliches Business und deine eigentlichen Sachen. Dann habe ich mich damals entschieden, zu sagen, hey, pass auf, ich möchte so ein Coaching aufbauen, ich möchte anderen Leuten wirklich intensiv helfen, das heißt wirklich nicht nur mal an einem kleinen Punkt oder mal sagen, hey, komm, ich helfe dir mal hierbei oder hierbei, sondern wirklich von A bis Z, dass man wirklich auch sicher gehen kann, dass Erfolg da ist, weil, und das war eine krasse Sache, die ich festgestellt habe, Leute haben mein Buch gekauft, Leute haben die Videos geschaut, Leute haben mir Fragen gestellt, aber ich habe dann manchmal so 3-4 Monate danach mal nachgefragt, hey, was ist denn draus geworden, so, wo stehst denn du jetzt? Und dann kam immer, ja, ich bin noch nicht weiter, komm, ich habe dies noch nicht gemacht und dies noch nicht gemacht. Die Leute sind nicht erfolgreich geworden, weil sie es nicht durchgezogen haben, weil sie keinen Coach hatten, der darauf aufgepasst hat, dass sie auch durchziehen, beziehungsweise sie hatten auch nicht das Commitment, Geld investiert zu haben. Und das hat man natürlich bei einem Coaching schon. Deswegen war die Idee, ein Coaching zu bauen. Ich bin dann damals, ich war noch kurz nach Würzburg gezogen für circa 6 Monate und hatte dann damals dort entschieden, wirklich mal reisen zu gehen, mal von woanders zu arbeiten, unter anderem übrigens auch von hier in Bali. Uiuiui, jetzt kommt wieder Wasser. Uiuiui. So, auch von hier sozusagen und bin dann im Grunde genommen mit 20 Jahren, 19, 20 Jahren, Ende 19 war ich glaube ich, habe ich meine Koffer gepackt und bin hier sozusagen nach Asien, habe von hier aus gearbeitet, habe hier super viele Leute kennengelernt, auch mal super viel Netzwerk aufgebaut. Und habe von hier aus dann damals so diese erste Version des Coachings aufgebaut, die sich dann natürlich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt hat. Ne? Also mal so ein Zeitraffer, ich will das Video jetzt auch nicht zu lang machen, aber das sind dann glaube ich auch so die Punkte, die jetzt gar nicht mehr so interessant sind, weil die meisten von euch die kennen werden. 2020 mit Corona bin ich zurückgekommen, dann haben wir das erste eigene Büro gehabt in Berlin. Da war ich voll stolz drauf, da hatten wir die ersten zwei, ich hatte die ersten zwei Mitarbeiter, das war richtig geil. Und so sind wir stetig gewachsen, kontinuierlich weitergemacht, kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt zum Beispiel mittlerweile sind wir alleine fürs Coaching in Berlin. 19 Mitarbeiter, 19 Leute nur fürs Training für unsere Kunden, Teilnehmer etc. Also das ist schon echt geil. Da ist schon ein richtiges Unternehmen draus gewachsen. Und wir haben auch andere Unternehmen noch in dem Bereich gegründet. Haben unsere eigenen Marken und eigenen Produkten aber trotzdem auch weitergeführt. Das ist auch ein Punkt, den ich wichtig finde. Wo ich sagen würde, dass wir heute, glaube ich, zu einem der wenigen eigentlich wirklichen Trainings- und Coaching-Programme gehören, wo wir selbst das aktiv tun und selbst damit aktiv Geld verdienen, was wir anderen Leuten beibringen. Das gibt es gar nicht mehr so oft und das auch auf einem relativ hohen Level. Also, das war so ein bisschen die Story, das ist so mein Weg gewesen, ja, von sozusagen damals ganz am Anfang McDonald's, ja, nach meinem Abitur, bis so hin zu dem Punkt, wo wirklich mittlerweile jeden Monat bei uns mehrfach sechsstellige Umsätze reinkommen, mehrfach sechsstellige, im hohen sechsstelligen Bereich, jeden Monat. 2021 haben wir etwas mehr als 6 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das heißt, das ist schon mittlerweile auf ein gewisses Level gewachsen. Wir wollen noch viel größer werden, wir wollen noch viel weiter wachsen, wir werden auch viel weiter wachsen. Aber das ist so ein bisschen, ja, die Story sozusagen von Rags to Riches. Und da sind natürlich ganz viele kleine Hürden auf diesem Weg gewesen, die kann man jetzt nicht alle aufzählen. Aber ich möchte nur immer, und dafür mache ich auch diese Videos, dir als Zuschauer auch mit vermitteln, ja, wie dieser Weg wirklich aussieht. Und dass es eben wirklich auch Hürden und Treppen und Aufwände und Kopfschmerzen dazugehören. Und nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe nicht hier angefangen am Strand. Ja. Ich habe irgendwo mitten im Ozean am hilflosen Paddeln angefangen. So. Das war der Start. Und ich will damit einfach nur sagen, dass es jeder machen kann, jeder kann es schaffen, wenn man selbst zu sich stehen kann und sagen kann, hey, ich ziehe das für mich durch, ich treffe Entscheidungen, ich investiere Geld und ich investiere Zeit und ich vertraue mir selbst, dass ich es durchziehe. Also in dem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann mich gerne unten in die Kommentare. Sonst auch folgt mir auf Instagram oder schreib mir auf LinkedIn oder keine Ahnung, wir fangen jetzt auch an mit TikTok. Also wir wollen überall auf jeder Plattform Leuten helfen dabei, wirklich dieses richtige Mindset zu bekommen, richtig durchzustarten. Und in dem Sinne, mein Name ist Niklas Spielmeier. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.